So, willkommen zurück bei Subnautica. Hallo. Wir haben hier das letzte Mal Sauerstoffdinger gemacht. Wir wollten nach unten tauchen. Mhm. Und wir haben Durst. Haben wir denn was zu trinken dabei? Ja. Ja. Dann tauchen wir mal nach unten. Gucken, was passiert. Okay. Ich habe in der Zwischenzeit ganz viel Subnautica Dino Zero gespielt. Was bist du? Nein, ich kann auch mit. Welche Taste? Richtige Taste. Wir sollten wieder hoch. Ich dachte gerade, du tauchst weiter nach unten. Nein. Ah, ich wollte noch mehr von diesen Dingern. Ja. Und irgendwie bin ich immer noch unzufrieden. Wie habe ich das denn sonst mit dem Kabel? Das kann ich dir nicht sagen. Was haben wir denn sonst? Ah, genau. Was ist hier? Bauchpläne. Interessant, interessant. Ja. Strahlenschutz. Den müssen wir uns auf jeden Fall machen. Ja, dafür brauchen wir das Blei und deswegen wollten wir, glaube ich, runter. Ja. Und, Rotstoffe. Ja, sehr schön. Das ist wichtig, dass wir dieses Ziel bekommen. Mhm. Und, Basis. Und das ist auch sehr wichtig. Mhm. Weil wir müssen in die Aurora, ne? Ja. So, und das habe ich ja gesagt, die nehmen wir erstmal. Mhm. Sagen wir, ich weiß nicht. Okay, komm. Ein bisschen tiefer. Irgendwo Erz oder so. Ich meine, coole Pilze und so. So, und dann geht's mal wieder nach oben. Ich glaube, wir sollten uns eine Sauerstoffleitung nach unten legen. Ja. Ich glaube, das wird sonst zu gefährlich. Eventuell. Vielleicht sterben wir jetzt schon. Ach, was? Sauerstoff! Oh! Du wärst jetzt gestorben, weil du die Leitung verfehlt hast. Ich hätte gelacht. Ich will schon überlegen, einen Ertrinken-Counter dann einzurichten, dass wir uns hier mit einer Stichliste hinsetzen und ich trage später beim Verarbeiten. Mhm. Lass uns erstmal. Oh, warte. Lass uns erstmal das Ding scannen. Ja. Ich muss mir gleich einmal die Sachen umbelegen. Mhm. Weil das brauche ich hier. Den brauche ich da. Das brauche ich hier. Und das hier kann ich das machen. Das hätte ich nämlich gerne hier hinten. Ja. Und ich gehe später mit anderen Webseiten. Vielleicht sollten wir erstmal zurück nach Hause neue Leitungen bauen. Hi. Ah, jetzt weiß ich wieder, was man damit machen konnte. Das sind, glaube ich, diese Auftriebsdinge. Wenn ich jetzt zum Beispiel alle von dem Stein, glaube ich, absammeln würde. Dann fällt er runter. Kannst du scannen? Ja, kann ich gerade machen. Oh ja, der sinkt schon. Ja, und jetzt? Cool, ne? Jetzt habe ich mein Inventar voll mit dir. Kann man irgendwas Schönes mitmachen? Ich meine, die sind für diese Auftriebskörper. Ah. Ansonsten. Ich würde sagen so. Oh, cool! Raumschiff, lass mal da hinten! Es ist immer auf. So gerade. Man kommt gerade von Below Zero. Und ist noch voll im. Oh, überall Eis. Alles doof. Und ist jetzt hier. Bei dem hier und
Das war alles so tropisch und schön und. So. Hey, ich hatte. Man kriegt so früh den Bioreaktor? Scheinbar. Ich hatte das viel später in Erinnerung. Vielleicht hast du ihn nur im letzten Mal einfach später gefunden. Ich bin gerade am überlegen, wie nah an der Alpha ich bei war, als ich das erste Mal Subnautica gespielt habe. Ich glaube, das war schon fertig. Hm. Das ist der gleiche Planet, ne? Hm. Aber es sind trotzdem so unterschiedliche Kreaturen. Ja, guck dir mal Pinguine und Eisbären an und dann, was weiß ich, Panther und Faultiere und Adler. Ja. Ja, okay. Ich bin jetzt, ne, weil ich halt bei Below Zero schon wesentlich weiter bin, bin ich halt die ganze Zeit auch so, ne. Du willst deine ganzen Unterwasserfahrzeuge haben. Ich bin schon im Kopf jetzt ganz woanders und denk so, oh ja, ja, ganz locker, ganz gechillt, ich kann ja hier 3 Minuten unter Wasser bleiben und hab ja meine Basis, glaub nichts. Das hier gibt es in Below Zero nicht. Ja. Baupläne. Und dann jetzt mal. Ja, ja, gut, die vom Scanraum. Und im Scanraum. Ja, und den Dings, oder nicht? Was? Die Seemotte? Haben wir den nicht jetzt auch? Also nein. Die... Ah, ne, 2 von 3. Den will ich haben. So, was ist denn hier in der Kiste? Aha! Titan. Hallo. Ach! Oh, die Steuerung ist auch anders! Wer macht das mit Rechtsklick? Das Ding ist, bei Below Zero ist es mit Linksklick. Ja. Man muss einfach nur so draufklicken. Ja, ja, also wie du es bei jedem anderen Spiel auch machen würdest. Oder halt mit Shift-Linksklick, wenn du es automatisch runterziehen willst. Aber... Nee, warte, wo war denn das? Hier war das. Nein. Was suchst du? Ja. Ich ersuche recht. Du kannst auch nicht sagen, du möchtest mehrere craften, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich sehe auch nicht hoch. Das Spiel ist merkwürdig, muss man fairerweise sagen. Findest du? Von den Steuerungsentscheidungen und so? Ja. Von einigen Gameplay-Entscheidungen finde ich es sehr merkwürdig. Okay. So, Inventar voll. Ja, weißt du, wir machen jetzt... Wir suchen uns jetzt was. Was suchen wir uns denn? Was haben wir denn hier in der Nähe? Oder ansonsten etwas. Haben die mich jetzt gerade verletzt? Ja. Ihr Mistviecher! Hättest du ja nicht mitnehmen müssen. Ich dachte, die würden einfach. Ja. Da haben wir erstmal ein paar. Jetzt müssen wir es nur noch wiederfinden. Ja, und ich muss es essen. Seek fluid intake. Und trinken und ich habe nicht mehr trinken. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen Fische fangen. Hier noch was zu trinken. Nö, wir müssen Fische fangen. Da ist einer rechts. Sachen. Also, Titan. Ziemlich sicher. Wir haben so viel Titan? Ja, wir haben so viel Titan. Habe ich dann nicht mehr von den Dingern gemacht? Okay. Boah, ja, ich habe alles viel organisierter. Haben wir den Gravitationsfall schon? Die Gravitationsfalle? Ja. Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob wir die Materialien dafür haben, aber die Pläne haben wir. Dann müsste die ja hier irgendwo haben. Ja. Aber nein, das ist das einzige Lager. Da ist es nicht drin. Also, wir können sie herstellen. Gerät. Ist das hier. Nicht die?
Batterie. Ja, die könnten wir machen. Batterie. Oh, warte. Ja. Ja, 2 Säurepilze. Wir haben einen. Ja, gut, die gibt's ja relativ. Sonst ein bisschen Kupfer und Titan. Das haben wir außen noch in dem zweiten Kasten. Zweiter Kasten. Das sind Säurepilze. Hört auf, mich hier mit gelbem Zeug anzu. Ich bin hier gleich noch am Sterben. So. Wir machen eine Batterie. Und dann? Mit Titan. Ja, gut. Aber einiges noch. Du kannst das andere Kupfer da reinpacken. Wir brauchen doch noch ein Kupfer. Oder hab ich dir mitgenommen gehabt? Da brauchen wir noch ein Kupfer. Das ist auch ein Kupfer. Ah, das brauchst du auch ein Kupfer jetzt. Okay. Ja, warum hast du 2 Titanen mitgenommen? Weil ich ein Idiot bin. Warum sonst? Meine Fresse, ey. Komm ich irgendwie intelligent rüber? Ja, eigentlich schon. Ah. Nur sehr verpeilt. Ja, ja. So. Trinken, trinken. Wir brauchen mehr trinken. Ja. Ja. Du kümmerst dich drum? Ja. Du solltest die Gravitationsfalle wahrscheinlich in die Schnellleiste packen. Muss ich nicht. Auch nicht? Okay. Wo geht der hin? Was ist hier? Was ist, Ein Lochfisch, ein ganz kleiner. Warte, warte. Ich will scannen. Baby! Du gehörst mir! New creature discovered. Oh, voll süß. Wir müssen uns jetzt ein Aquarium bauen. Können wir überhaupt schon? Ich glaube, wir brauchen. Ich glaube auch nicht. Uns fehlte irgendwie noch Gold oder so dafür, dass wir das Gebäude-Dings machen können. Jetzt habe ich wieder ganz viel für Essen, aber nichts zu trinken. Oh, 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 Luft! Ja. Da sind die Scheiße. Ja, das ist gut. Okay, wenn man gegenschwimmt, machen sie einem Schaden. Ja. Man kann sie zerplatzen lassen. Das ist wie Luftballons. Ja, nur die Luftballons schlagen nicht zurück, wenn du reinläufst, normalerweise. Oh, guck mal, die Seko hat jetzt einen drin. Oh, kann sie deswegen jetzt nicht mehr untergehen? Ja, gearscht. Ich will dir helfen. Bleib hier. Alles gut. So, jetzt kannst du wieder untergehen. Boah, das müssen wir uns für später merken. Da kommen doch irgendwann diese komischen Teleportationsviecher. Wir lassen unter denen einfach ganz viele von den Schwebern fallen und dann schweben die nach oben. Was für Teleportation? Ganz unten in der Höhle hatte ich, glaube ich, mal was gesehen. Die dich rausteleportieren aus deinem. War das im ersten Teil? Ja. Ich meine ja. Oh! Ich dachte immer nämlich, dass sie im zweiten Teil wären und wundere mich nämlich die ganze Zeit, warum ich nicht mehr wegteleportiert werde. Das ist im ersten, meine. So, kannst zweimal was machen. Wir brauchen Salz. Ja. Ja, Linksklick ist benutzen. Ich wollte ihn doch aufbewahren. Nein, jetzt habe ich den Babyfisch gegessen. Oh Mann.
Der arme Phil. Stell dir mal vor, ich so, oh, was für ein süßes Küken, ich will es nur kurz in meine Tasche stopfen, nom. weil ich ja Küken so süß finde. Und das wäre furchtbar. Warum muss ich den reparieren? Alles gut, ich esse keine Küken. Ich werde nicht einfach so ein Küken in den Mund nehmen. Alles gut. Ist das nicht der... Ist das nicht der... Nein, das ist die Anzeige, wann der fertig ist. Ach so, okay. Warte, was sollte ich tun? Mehr essen. Mehr Wasser. Mehr Wasser. So, hallo. Hallo, Fischis. Sind noch ein paar Lochfische. Ganz ja, klar. Aber das sind große. Ja. Das ist ein ganz kleiner von den Stielen. Oh Gott, wie niedlich. Das war doch kleiner, ne? Ja. So, und den packen wir jetzt. Auf den Grill. Nein! Aufpassen, dass ich ihn nicht wieder esse. Rechtsklick. Genau. Ja. Und eigentlich müssten die ja noch leben. Theoretisch. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, bis du das Aquarium hast, dauert das eine Weile. Gibt es das überhaupt schon im... im ersten Teil auch das Aquarium? Ja! Okay. Wir haben noch nicht mal die Pläne dafür. Ja. Hab ich drauf geguckt, haben wir nicht. Warum sind hier keine Blasenfische mehr? Weil du die alle gegessen hast. Wir gehen jetzt woanders Blasenfische suchen. Und hast du auf die Zeit geachtet? Nein. Wir sind Spezialisten. Ja. Hallo, Fischi-Fisch. Fischi-Fisch. Ey, die haben wir wirklich alle weggegessen hier, kann das sein? Ja, so ein bisschen, ne? Man braucht aber echt viele von denen. Ja. Wie viel Wasser säuft der Typ? Naja, du musst bedenken, so ein Fisch bringt nur 200 Milliliter. Ja, okay. Das dachte ich nämlich auch so, oh, wie viel ist denn das? Aber, ja, ja. Ja, okay. Wenn man immer nur 200 Milliliter trinkt, dann ist es schon ein bisschen wenig. Die ganze Folge nur noch, dass man es trinkt. Ja, wir kriegen später irgendwie nochmal mehr Wasser, ne? Ja, ein Wasserfilter, den. So. Joa, wir haben sehr viele Röhren. Ja, und jetzt gehen wir zu den anderen und Röhren. Und irgendwie hast du unten deine Leiste wieder verschoben, glaube ich, oder? Hä? Wie ist das? Ach, weil ich das rausgenommen habe? Warum? Okay, das ist im zweiten Teil besser. Die bleibt nämlich so. Weißt, was ich meine mit designtechnisch fragwürdigen Entscheidungen? Aha. Es ist nicht so, dass das was wäre, was man im Nachhinein vielleicht nochmal fixen könnte, aber... Wirklich nicht? Was, die 19? Das müsste die sein, die wir gerade anhaben, ne? Ja... Da müssen wir hin. Zweiter Offizier, ja, kann sein. So, und dann... Okay. Hoffentlich. Werden wir ja dann sehen. Da wird ja dieses riesige Kabel irgendwo. Und gleich Leviathan-Nomf. Haben wir das nicht hier in der Gegend gehabt? I guess. Du kannst ja an die Oberfläche, du müsstest das Ding da doch schön sehen, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ich hoffe, dass es da war. Äh.
Nee, das war woanders. Der Winkel passt nicht. Wir schwimmen jetzt einfach an der Oberfläche weiter. Ja, wir waren, glaube ich, ganz woanders. Aber wir waren doch in der Gegend von dem Ding hier, oder nicht? Scheinbar nicht. Aber wenn du dich jetzt mal umdrehst... an der Oberfläche. Wir waren viel weiter. Ja, ja, die Rettungskapsel war rechts von dem Schiff. Da, wo wir waren. Dann, warte mal. Waren wir vielleicht... hier? Ja. Ja. Das sieht eher dann noch aus. Stimmt, wo die Seemottenteile lagen, genau. Weil wir die Seemotte erst haben wollten. Ja. Genau, das war die Kantine. Irgendwie der Kantinenchef oder so, der da drin war. Boah, ich bin halt jetzt voll durcheinander. Hä? Wegen den anderen Dingen. Hä? Wegen dem zweiten Teil. Sollt ihr nicht zusammenspielen? Nee. Nee. Vielleicht haben wir es schon gescannt. Ich brauche... Ah, ich brauche den Laserschneider. Den habe ich noch nicht, ne? Nein. Hallo, Fischi-Fisch. So, wir haben neue Kommunikation. Müssen wir nur noch gucken. Das sieht doch viel eher danach aus. Da vielleicht? Hm. Schwimmen noch mal an die Oberfläche. Von da müssen wir uns ja besser sehen. Ja, bin dabei. Langsam. Da. Hallo, Luftwind. Ich hab's wunderbar nach unten gebaut. Ja. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Cool. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Können wir atmen? Ja. Dann können wir nach Blei suchen. Jetzt. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ah, ein Augenfisch. New creature discovered. Ja, dich wollen wir nicht. Jetzt könnt ihr Wetten abgeben, wann wir sterben werden. Yay. Hier sind wir ja noch nicht gestorben, ne? Nee. Atmen. Es ist so angenehm, wenn man ein Fahrzeug hat. Ja. Ja, da sind die Sommer.
Hallo, Sammer. Ist hier irgendwas an Erz? Aha. Ah, Sachen kennen. Signal location uploaded to PDA. Wo war denn das jetzt? Links. Oben. Nee, nein! Hinter dir. Da hoch. Glaube ich. Scheiße. Wir werden gleich tot sein. Wir werden sterben. Wir sind gestorben. Ja. Mist! Ja, da. Lädt jetzt den letzten Spielstand? Nein. Nein, okay, du bist gestorben. Gut, ich bin nur gestorben und habe keine Sachen verloren. Sehr schön. Gut. Nom nom nom. Verschrumpelt und lernt. Ja. Was haben wir denn jetzt hier für Baupläne? Und vielleicht sollten wir nicht kochen. Motto hoch. Darunter. Da fehlt uns noch ein Teil. Aber das müsste in der Nähe von der Kapsel sein, ja, eigentlich. Ja. Und die Frage ist, haben wir schon alles, um die Seemotte zu bauen? Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, okay, dann lass uns doch jetzt erstmal das nächste Teil suchen und die Folge beenden. Ja, wir beenden jetzt hier die Folge. Wahrscheinlich ist die jetzt 30 Minuten lang oder so. Ja, wir haben keine Ahnung. Dann... Vielleicht schneiden wir sie in zwei oder so. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.